Für günstige FIFA Points und PSN-Karten checkt gerne meinen Sponsor IGPOL aus. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr noch mit dem Rabattcode FIFA Gaming 6% sparen. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht los und herzlich willkommen zu einem neuen Football-Video hier auf meinem Kanal, Leute. Heute gibt es das erste Mal ein 98er Team of the Season Lewandowski Football. Das habe ich noch nie zuvor bekommen gehabt. Kam heute aus dem Nichts. Auf einmal da. Bruder, war auf einmal da, der Leber. Lasst gerne Like, lasst gerne Abo, oder falls ihr noch nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, um nichts dazu verpassen. Ich muss sagen, Lever momentan mein Lieblingsspieler. Ja? Früher war es der Schweini. Momentan, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, eigentlich Lewandowski. Ich feiere den echt. Schreibt mal rein, wer ist euer Lieblingsspieler? Ich bin gespannt. Vielleicht hat einer auch Lewandowski. Wer weiß. Schreibt rein. Lasst gerne Like, lasst gerne Abo, oder falls ihr noch nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren. Und täglich einschalten, wir starten ins Video. Bleibt bis zum Schluss dann. Let's go. So, 3 für Swiles Formation. Let's go. Schmeckt. Cruyff ist am Start. Muss ich mal nachschauen, Digga. Wo wollte ich mal schauen? Cruyff war eigentlich bei Ajax, war der Typ, ne? Wo war denn noch, Alter? Cruyff war lange bei Ajax. Ich glaube in England. Barcelona war der, stimmt, ne? Ja, Barcelona war auch Legend. Boah, Digga. Cruyff ist geil, Alter. Cruyff ist geil, ey. Chillige Frisur auf jeden Fall ist da. Genauso wie bei mir, Alter. Seiten auf 500, Digga. Bei mir auch. Ich muss mal wieder zum Friseur. Der hat hier Seiten auf 500, aber Minimum auf 500. Neymar, Seiten frisch und der Seiten auf 500. Okay, nehmen wir Cruyff mit. Als 91er-Version natürlich nur, ne? Okay, was soll's. Weiter geht's. Rechtes Miete fällt am Rabatt. Lazzari. Und das war's auch schon wieder. Geile Sache. Das war's auch schon wieder. Das war's auch schon wieder, Mann. Ja gut. Nehmen wir, glaube ich, Lazzari mit. Ihr wisst es wie immer, Shop auschecken. Aber wer Bock hat, nice Designs. In schwarz, in weiß, als T-Shirt, als Pullover. Das hier auch als T-Shirt, als Pullover in schwarz und weiß. In den 4 Camouflage-Farben. Orange, blau, rot und grün. Gerne abchecken, ja. Nice LED-Lampe, Kissen, Tassen, Turmbeutel, alles am Start. Link ist oben in der Beschreibung. Und die Handyhüllen wie immer in 4 Farben, ja. Orange, blau, rot und grün. Also checkt es gerne aus, wenn ihr Lust habt. Außerdem nicht vergessen hier, gratis Autogrammkarte, ja. Gibt es auch noch dazu. Also, checkt aus, wenn ihr Lust habt oder auch nicht, wie ihr wollt. Danke vielmals. Links Mittelfeld, das könnte ein guter werden. Ja, Rafa, 97. Trezeguet noch. Na gut. Ich sag mal so, Rafa ist schon schwer einzubauen. Trezeguet wird aber noch schwerer einzubauen. Aber da so oder so beide. Boah, der 5-Stellen schwach, Fuß 4-Stellen ist eine Maschine, Maschallah. Ja gut. Nehmen wir mit Trezeguet. Würde ich sagen. Nehmen wir mit. Trezeguet ist am Start. 2 Torschüsse. Läuft. Läuft bei mir. Aber wird, ich sag mal so, Rafa und Trezeguet wird beide. Wahrscheinlich wird kaum möglich sein, beide überhaupt einzubauen. Also von daher eigentlich egal. Sergio Ramos ist am Start. Der hat sogar einfach keinen Torschuss bekommen dieses Jahr. Ich glaube, das erste, ohne Scheiß, seit 5 Jahren das erste Jahr, dass der Typ keinen Torschuss bekommen hat. Ich dachte auch, was weiß ich, die geben ihn aus Mitleid einfach wieder einen Torschuss, wie jedes Jahr. Aber ja, gut. Wahrscheinlich. Ja, müssen wir. Ich glaube, das ist sogar die. Ah, nee, Quatsch. Ich wollte gerade sagen, das ist die highest rated Version von dem, aber naja, ist ja gar nicht. Das macht auch, also ehrlich gesagt, macht es für mich wenig Sinn, jemandem ein Team of the Year Karte zu geben, aber 3 Monate, 4 Monate später kriegt derjenige kein Trotz. Also das macht für mich wenig Sinn eigentlich, sage ich euch ganz ehrlich. Aber okay, es ist dasselbe wie bei Kanté, ne? Kanté hat ja zum Beispiel auch keinen Trotz. De Bruyne auch nicht zum Beispiel, ne? Oder De Bruyne? De Bruyne auch keinen Trotz. Ja, okay, gut. Aber naja, okay. Weil ich meine, die erste Hälfte der Saison gehört ja auch immer noch dazu, zu der gesamten Saison. So, wisst ihr, was ich meine? Naja, und dann kann man in der zweiten Hälfte der Saison eigentlich nicht so krass verkacken. Vorher hast du ein Team of the Year bekommen, aber dann verkackst du so krass. Nein, egal, was soll's, scheiß drauf. Okay, zum Team of the Year gehört natürlich auch noch die Saison davor dazu eigentlich. Naja, ist aber egal. Wo können wir jetzt lange drüber labern? Was soll's, Alter? Der Typ ist ja auch eine Legende, Alter. Renan Bressan. Natürlich schon. Ich glaube, das ist so gefühlt der einzige Goldspieler, den Weißrussland überhaupt hat. Das ist wahrscheinlich der Star in Weißrussland. Na gut. Okay, dann nehmen wir mal Witzel, glaube ich, mit. Hat zwar einen Totz, aber Jorginho würde natürlich den Italiener linken. Ja, komm, Witzel. Also bislang, naja, gut. Boah. Naja. Naja, naja. Nacho ist am Start. Lenglet, da hatten wir den ersten Barcelona-Spieler. Nacho war auch noch am Start. Pepe, Bailly und Mi ist auch noch da. Ja, gute Sache. Würde ich sagen, nehmen wir Nacho mit, ne? Auch ganz entspannt.
Let's go. Nehmen wir Nacho Fernandes mit. Okay, ZM. Vielleicht De Jong von Ajax. Könnte machbar sein. Ja. Ja gut, habe ich gesagt, De Jong. Warum hat der so einen Riesenkopf im Vergleich zu den anderen? Frag mich nicht. Gut, Barretta. Barretta. Was ist Barretta? Sniper, glaube ich, ne? Barretta ist, glaube ich, ein Sniper. Der heißt aber Barretto. Nehmen wir Barretto mit. Barretto, Barretta. Okay, Innenverteidiger. Vielleicht Delikt. Come on. Stones, Piqué, Süle. Süle, Süle. Süleman. Süleman, Süle. Ja, toll. Piqué müssen wir eigentlich mitnehmen. Können wir nicht mal als Tots bekommen dann. Ey, scheiße, die Wand an der Scheiße gelaufen. Scheiße gelaufen mit Piqué. Aber Barcelona-Spieler ist da. Okay, nehmen wir den Kollegen mit hier. Barcelona-Spieler am Start. Immerhin, der erste ist da. Und zwei Realspieler. Läuft. Okay, Torwart. Vielleicht Ter Stegen sogar. Come on. Da ist er. Ter Stegen. Lehmann wäre auch noch am Start. Aber Ter Stegen ist Barca-Spieler und Link natürlich auch die beiden anderen. Und ist higher rated als Lehmann. Von daher sogar nochmal eine kleine Option besser. Eine kleine, feine, aber schmackhafte Option besser. Nehme ich Ter Stegen mit. Und dann die letzten beiden Spieler noch. Rechter Flügel vielleicht Icon. Vielleicht Messi sogar. Come on, Figo und Best. Oder auch direkt zwei Icons. Ja, da haben wir das Frisuren-Battle, Alter. Zwischen Best und Cruyff. Wer hat die chilligere Frisur? Schreibt es in die Kommentare. Cruyff oder Best? Ich bin gespannt. Schreibt es einmal in den Best mit. Linker Flügel, come on. Del Piero jetzt noch. Es könnte sogar Del Piero werden. Oh, Digga. Was für ein Sturm, Mann. Junge, der Sturm ist mega krass. Kann man machen. Cruyff ist einfach der Schwächste mit 91. Ganz, ganz komische Sachen. Aber okay. Sanchez, auch mal bei Barca gewesen. Ne? Kann man sich kaum noch irgendwie... Wirklich, kann man sich kaum noch vorstellen, Alter, dass Sanchez mal bei Barca war, ne? Das ist schon echt komisch. Dann zu Arsenal gegangen, dann zu Menu gegangen. Dass er bei Arsenal war, habe ich auch schon fast vergessen, Alter. Ohne Scheiß. Aber kommt nicht so wirklich zum Zug bei Menu, ne? Habe auch Gerüchte gehört, dass die den wieder abgeben wollen. Aber irgendwie will den Typen keiner haben, weil er irgendwie, was weiß ich, glaube knapp 20 Millionen Gehalt kriegt oder so pro Jahr. Deswegen gab es auch damals die Gerüchte mit Bayern. Ist er auch nicht zu Bayern gegangen. Ich glaube, kriegt 17 Millionen Gehalt oder so. Absolut kranker Scheiß. Gönnt sich komplett, der Kollege. Aber da ist er schon wieder. Er hat Bock heute, ey. Der hat richtig Bock. Fabinho wäre gut. Passt zwar null rein, aber wäre einfach gut, weil er 91 ist. Wäre einfach gut. Passt zwar absolut gar nicht, aber nehmen wir mit. Scheiß drauf. Immerhin besser als der Kollege hier. Ja, Witzel, also unser Mittelfeld. Boah, hab ich so viele von denen. Alter, ich habe 4 Champions League gehabt, was ist hier los? Fullest Champions League Draft incoming. Aber sowas von. Keine Ahnung, wo die alle 4 herkommen, Alter, aber gut. Dann sind es auf einmal alle da, ne? Son, Neymar, Kimmich. Neymar gibt's als Tots, Mann. Wäre dumm, jetzt Neymar mitzunehmen. Könnten wir als 98er Tots dann nicht mehr kriegen. Der ist, glaube ich, sogar ZOM, ne? Na gut, der würde auch wieder gar nicht reinpassen, aber okay. Ja, nehmen wir den guten Heung-Min Son mit, würde ich sagen. Ja, was soll's. Was soll der Geiz? 3 Spieler sind's noch. Let's go. 3 Spieler sind noch am Start. Tyson, Fabian. Ja, auch eine geile Karte, muss ich sagen. 4 Stellen Skills, 4 Stellen schwacher Fuß. Saftige Karte nehmen wir auch direkt mal mit. Der ist nämlich sogar Spanier. Und italienische Liga. Mega gut. Linken nämlich beide hier direkt. Gute Witzel erstmal raus. Im volles 90er. Ah, nee, der hier, der Nacho. Nee, ah, der hier auch. Na gut. Aber sonst volles 90er plus Team. 2 Spieler. Kriegen wir hin. Lazzari, wie hieß der rechts? Lazzari oder so? Der ist ja der für den Namen. Wait. Eigentlich würde ich ihn mitnehmen, weil er Tots ist, aber wir haben auch noch Hazard am Start. Hazard ist auch noch da. Hazard ist auch noch da, aber können wir natürlich auch als Tots bekommen, ne? Der ist halt mit 87 auch ein bisschen low. Ah, wir haben Sergio Roberto noch von Barca. Nehmen wir Sergio noch mit hier. Vielleicht bringt er dir was. Ja, so, okay. Können wir sogar reinstellen. Aber komm, lassen wir es mal draußen. Scheiß mal drauf. Zack. Dritter Barca-Spieler am Start. Letzter Reservespieler. Pink könnte nochmal ein Icon werden. Digga. Ronaldinho. Ronaldinho. Aber mit Barca gewesen. Ne? Sergio Busquets auch noch Barca-Spieler. Muamberto am Start. Aber wir nehmen natürlich Ronaldinho mit. Geile Sache, Digga. Sehr, sehr geil. Zack. Kann man machen, die beiden hier. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir recht gut. 92 Wertung, 95 Chemie. Das Team ist an sich
Sehr saftig, Alter. Koman ist noch am Start. Hazard. Christos Dolopodotopodotopodos, Alter. Größte Legende, weil der Name einfach durchläuft. Der passt einfach nicht auf die Karte. Das ist, glaube ich, der einzige Spieler, wo der Name nicht auf die Karte passt. Kann so eine Legende sein, ey. Absolute Maschine, Mann. Also der Name. Na, Lewandowski, 98er. Hab ich noch nie gehabt. Wo kommt der denn her? Aus dem Nichts, Mann. Lewandowski. Aus dem Nichts, Mann. 98er. Lewandowski am Start, Alter. Sehr geil. Ey, den habe ich echt noch nie. Aus dem Nichts, habe ich gar nicht mehr mitgerechnet, Alter. Junge, was haben wir denn bitte jetzt für einen Sturm, Junge? Der beste Sturm aller Zeiten. Mit Lewandowski. Digga, was ist für ein Sturm? Guck dir das mal an hier. Junge, 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 Alter. Und Lewandowski kannst du eigentlich nie einbauen. Oh, guck mal, machen wir so. Außer jetzt. Diesmal klappt es chemietechnisch. Digga, wie geil ist das, Mann? Noch nie gehabt den Lever, noch nie. Das erste Mal, Alter. Geil, Mann. Feier ich. Feier ich mal wieder richtig, Alter. Feier ich mal wieder absolut richtig. Let's go, come on. Nächster Spieler, Havertz. Oh, jetzt haben wir Tots rausholen können, Alter. Das ist natürlich gierig jetzt. Das ist gierig, Alter. Das ist richtig gierig, Mann. Das ist eigentlich echt gierig, ey. Cardona. Scheiße, Alter. Ja, scheiße, Mann. Ey, Havertz wäre schön gewesen als 95er. Jordi Alba ist auch noch am Start. Ja, nehmen wir natürlich mit als 94er. Bringt uns allerdings nicht viel. Aber wir müssen noch zwei Chemiepunkte rausholen, fällt mir gerade auf. Salah, Schulz, Van Dijk. Junge, was für ein... Ja, scheiße, Alter. Hätten wir besser Lehmann mitgenommen, ne? Fürs Tor. Kacke, Alter. Ah, wenn wir jetzt Lehmann mitgenommen hätten, dann hätte das gepasst, ey. Mist. Das ist natürlich jetzt echt... Na, oh, Sirigu auch noch. Hm. Da nehmen wir Sirigu mit. Das war jetzt echt... Also... Naja. Das... okay. Hätten wir Lehmann... Wäre besser gewesen für die Chemie, ne? Aber okay. Mein Team ist immer noch heftig, kann man nichts sagen. Der Trezeguet ist einfach heftiger rated als Cruyff. Das, naja gut. Kann man jetzt bewerten, wie man es will. Aber trotzdem geiles Team, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Falls ihr noch nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, nichts mehr zu verpassen. Wir müssen noch 100 Chemie schaffen. Kommen 2 Chemiepunkte. Der hilft nicht mal ein polnischer Manager. Oh, der hier aber in Zagi. Das war's, ja. Checkt noch gerne den Shop aus. Nice Designs in schwarz, in weiß, als T-Shirt, als Pullover. Gerne abchecken. Das hier auch als T-Shirt, als Pullover in schwarz und weiß. In den 4 Camouflage-Farben. Orange, blau, rot und grün erhältlich. Nice LED-Lampe haben wir noch. Ne? Kissen, Tassen, Turmbeutel. Handyhüllen gibt es auch noch. In orange, blau, rot und grün. In den 4 Camouflage-Farben. Und nicht zu vergessen, hier, gratis Autogrammkarte. Gibt es auch noch, ja, zu eurer Bestellung. Dazu, also gerne abchecken, macht's gut, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!